Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit mir, dem leicht schmatzenden Super Pro, weil ich gerade mal ein bisschen Lust auf Süßkram hatte, und mit den Namen kann ich nicht aussprechen etwas. Also moin Ultimate Kill. Okay, Ultimate Kill und vorher EXS Yellow. Ja. Und ja, wir beide spielen wieder mal Battlefront und hoffentlich mit 10% defragmentierter Festplatte. Ein klein wenig besser als letztes Mal. Und ja, ihr seht, Tentive, meine Lieblingsmap, auf der ich gerade doch mächtig geownt werde. Leute, entschuldigt das Schmatzen, aber mir schmeckt es gerade ziemlich gut. Also übernimm du mal, ne? Nein, nicht das Schmatzen, sondern die Moderation. Ja, wir sind hier auf Tentive, wie es schon gesagt wurde, Tentive 4, wenn ihr es nicht wisst, das ist eine Map aus dem Film, wie alle anderen auch. ich räume mir gerade auch alles andere als ab, und die Map ist ziemlich klein für eine Battlefront-Map. Ich würde sagen, mit die kleinste, wenn nicht sogar die kleinste. Ja, auf jeden Fall. Und, hier sind halt solche Truppen wie schwere Truppe, Techniker und irgendwelche Typen mit Granatwerfer ziemlich stark drauf. Okay, wie es gerade seht. Ich mach's mal weiter. Also, du machst das super. Also, du machst auf jeden Fall mal eine ganze Folge. Beziehungsweise du moderierst mal. Weil das geht. Du hast, glaube ich, genug Folgen von mir gehört, dass du was machen kannst. Ja, das sowieso, aber ich glaube, nach einer Zeit fühlen wir Themen. Okay, komm, reden wir über Japan. Ach komm, Japan, das wird dann wieder zur Atompolitik. Das ist doof. Nee, noch besser. Reden wir über Wolfei. Warum über Wolfei? Was ist an Wolfei so toll? Ja, wie der da immer seine. Wie der da immer kommt, ja, Wolfei hier. Ja, das ist nur der. Das, apropos, ja. Danke, dass du mich drauf bringst. Im Moment ist so der Sprücheklau. Wirklich. Ganz oft wird jetzt hier mein Yohai Mordred hier geklaut, oder beziehungsweise das, wo Mordred da war. Das wird die ganze Zeit geklaut, ey. Das ist so übel. Weißt du, als Name, als Einstieg für ein Video. Das ist übel. Ich finde, müsste das wirklich mal so urheberrechtlich schützen lassen. Und Mordred auch, ja. Ich würde mal sagen, ja. Ich müsste meine Festplatte ein klein wenig mehr defragmentieren, weil es wieder leckt. Pause. Sodle. Und dann reden wir einfach mal. Lag. Hallo. Nicht so viel laggen. Scheiß PC. Ich bleib mal besser hier drin. Solange das hier irgendwie bei 20 Bilder pro Sekunde rumläuft. Und ja. Schlecht. So, jetzt geht's wieder. Und ja, wir waren dabei, den Sprücheklau hier anzuprangern. Take die direkte, Junge. Und, da steht noch einer, wollte ich nur mal kurz. Ja, ich hab den. Auf jeden Fall, Ja, lol, take mal hier die direkte Dingens. Der take nicht die direkte Air Rocket, nein. Okay. Oder Jump Rocket, wie auch immer man das nennt, wenn der Typ gerade hochspringt und seinen Jetpack zünden wollte und ich ihn dann getroffen habe, bevor er sein Jetpack gezündet hat. Auf jeden Fall, ich darf den Spruch sicher verwenden für mich, aber ich würde mal sagen, ich finde es schon ziemlich blöd, den Spruch irgendwie für seine Videos oder so oder für seine Nicknames zu benutzen. Obwohl ich auch ein bisschen stolz bin, ja, das darf man jetzt hier nicht außer Acht lassen, weil ich. Hilfe! Okay, ja. Genau soweit dazu. Zum Sprücheklau. Ich besorge mir jetzt mal hier schnell einen Druiden. Wozu? Ja, ich hab Pixel. Und zwar, was für ein Pixel? Ich hatte schon mal Pixel, also vielleicht an die Battlefront-Spieler unter euch. Werden ja sicher die meisten sein. Ich glaube, wer guckt sich sonst so viele Battlefield? Ach, Battlefront-Videos an. Dankeschön. Bitte? An die Leute, ihr hattet sicher, oder vielleicht hattet ihr es ja auch schon, dass ihr so viel Pixel oder so viel, gar kein Pixel mehr hattet, dass die alle Anzeigen weg waren plötzlich. Ich hatte das mal, dass ich gegen so einen Typen gekämpft hatte, da hat man in der Anzeige nichts mehr gesehen. In der Anzeige, aber das Lustige ist, wenn du tot bist, oder beziehungsweise in der Sekunde, wo du stirbst,
werden ja alle, gehen ja alle Anzeigen aus. Und das ist mir einmal passiert. Aber ich habe noch gelebt. Lol. Lol, meine Meinung. So. Du gehörst, ja, tot. Genau, und ihr Naja, seht, ich, ja? ja, ich habe mal so einen Gegner gehabt, der hatte wirklich, wirklich, der hatte gar nichts mehr auf der Anzeige hier, Ja. gar nichts, aber kein bisschen mehr. Der Typ hat gelebt und hat weitergelebt, hat eine Pistole fünfmal hintereinander nicht getaggt, hat einen Sniperschuss nicht getaggt, Granate nicht getaggt und irgendwann war ich dann auch tot. Lustig. Ja, genau. Ich schmatze jetzt mir noch mal ein bisschen was zusammen. Schmatzt du dir mal ein? Das sind irgendwelche sauren Sachen. Also saure, irgendwas. Also schmeckt super. Kann ich nur empfehlen. Und ich fange damit ja perfekt an, weil es wieder ein bisschen leckt. So, und da sind wir wieder. Schmatzend und ja, zurück. Und ja, ich wurde zwischenzeitlich mal wieder geownt von irgendwie so einem etwas, der nichts gekonnt hatte, aber nur geleckt hat. Den Darky krieg ich, komm. Ja, ich wollte ihm seinen Pixel ziehen. Naja, okay. Vor allen Dingen finde ich das Link, wenn man so gerade so voll am Och, ja. Fighten ist, der Gegner hat noch Pixel und Und dann man kommt kriegt so einen ein One-Shot, ja. dämlicher Stealer. Entweder ein Stealer oder man bekommt einen One-Shot vom Gegner, der Pixel hat. Das ist auch heftig. Jetzt. Oh. Hä? Der Mann, weil bei mir hat man in der Vorschau den Schuss nicht gesehen. Meinen? Ja. Ja, da habe ich ihn umso mehr gesehen. Naja, umso besser. What the fuck? Danke für den Teamkill. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht in zu nahe Distanz gehe. Weil, wie sicher schon irgendwie im 100er Special gesehen, mache ich im Moment ziemlich heftigen Selbstmordattentäter hier die ganze Zeit. Und ja, mit Lag ist auch nicht zu spaßen. Und ja, Pause. So, und jetzt habe ich einen 14er Spawn, 15er Spawn fast, den ich eigentlich hätte überbrücken können mit einer Pause. Aber weil ich darauf tippe, dass die ganze Sache innerhalb der nächsten 3 Minuten, die wir eigentlich noch aufnehmen müssten, zu Ende geht, beziehungsweise in 3 Punkten, ach, in 3 Minuten 2 Flaggen, macht das mal. Das ist schon, wäre schon etwas viel. No, ja. Lässt sich ändern, dass das viel ist? Warum? Weil ich gerade die Flagge habe. Ach so, ich sehe dich ja auch gerade in der Vorschau. Und du hast gesagt, du bist, hast schon wenige Themen, über die du reden könntest. Außer Japan und Gaddafi. Naja, gut, darüber kann ich auch Bücher füllen, glaube ich. Aber ich glaube, wenn wir über Japan reden, artet es wieder über in eine Atomdiskussion aus. Eine Atompolitikdiskussion. Keine Ahnung, aber im Moment ist das ja anscheinend immer so. Lol, Selbstmord. Auch wenn ich es nicht leiden kann. Aber dass sich Deutschland da ja so einen Kopf drum macht, das frage ich mich auch. Worüber um, Atom, ja. ja, okay, aber ich meine. Natürlich ist es wichtig. Ach nee, es ist jetzt auch egal. Wir reden am besten nur über Japan. Ausschließlich. Danke. Akkupat, der letzte Runde, die wir nicht aufgezeichnet haben, so übelst abgeräumt hat, macht jetzt Teamkill. Cool. Bam. Habe ich gesehen. Und ja, gibt es überhaupt jetzt Neues? Also, Kernschmelze ist da, ist nicht da. Kernschmelze ist da. Sie ist da. Was haben wir noch? Was da ist? Was? Wo? Was ich auch schlimm finde, ist die Informationspolitik von den Japanern. Also wirklich. Daran merkt man, dass es keine Demokratie ist. Naja, aber so gesehen, ne, egal was sie da gemacht hätten, sie hätten es falsch gemacht. Ja. Der Typ sagt mir nice geleckt und selbst leckt er. Nein, Aua. Das finde ich immer nice. Geleckt. Ja. Mortot hatte mich eben nochmal darauf angesprochen, dass er auf mein Angebot eingehen wollte. Vorsicht, machen wir den Minen weg. Oh, dieser Heini da. Ja, dass er auf dein Angebot eingehen wollte. Wollte, dass wir beide mal ein One-on-One-Let's-Playen von uns beiden. Auch wenn ich da übelst ablosen werde.
Aber ach, Idiot. Aber man könnte es ja mal machen. Und das Ganze einmal ganz normal Let's Playen und dann auch noch ein Frag-Movie draus machen. Also Let's Fail oder Let's Get Owned. Let's Get Owned from Mordred. Könnte ich mal draus machen, oder? Ja, warum nicht, ne? Ich überbrücke mal gerade die. Nee, die eine Sekunde überbrücken ist blöd. Na, mach Pause. Einfach so. So, und da sind wir wieder. Ich Hat bin. Moni vertrain? Ja, nein. Also der konnte den Triple Shock eben nicht. Aber dieser Punkt, 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 der hat das übelst drauf. Och, also der da. Hab's gesehen. Heftig. Ja gut, Triple Shot kriege ich auch manchmal übelst gut Ja, hin. nein, aber wie schnell der das macht, also das schaffe ich nicht. Ja gut, hier, die Map ist natürlich perfekt zum Triple Shot machen, ne? Das muss er jetzt Ja. sagen. Ich würde mal sagen, wir haben noch eigentlich einen Punkt zu machen. Und ich wollte eigentlich nicht in die Mine laufen. Ach, das ist ja immer noch diese blöde Mine. Na, Vollhonk wirft da selber eine Granate hin. Boom! Ich hab ihn, ich hab ihn. Genau, und ich denke, wir können das Ganze hier noch ein paar Sekunden ziehen. Warum muss ich immer hier spawnen, wo gerade nichts zu los ist? Ja, komm mal hinter und hilf mir mal bitte. Au, okay. Ich glaube, die Gegner machen noch einen Punkt und ich glaube, den fünften Punkt schaffen wir sowieso nicht. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch wenn ich hier schmatzend durchs Let's Play gehe. Moment, lass mich noch mal ein bisschen was essen. Auch wenn ich hier schmatzend durchs Let's Play führe, mir hat es geschmeckt, ich meine Spaß gemacht. Und mich würde es natürlich wieder freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt Let's Play, nein, Let's Eat. Star Wars Battlefront 2. Mit dem Super Pro und ja, dir irgendwie Ultimate Kill. Ja, tschüss. Hallo.